Hallöchen und herzlich willkommen zurück oder neu hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr reingeklickt habt in mein neues Video. Ein XL aufgebraucht. Ich habe lange gesammelt und möchte euch meinen Müll gerne zeigen. Wenn ihr drauf Bock habt, holt euch was zu trinken, was zu snacken, wie auch immer und los geht's. Ich hoffe, die Lichtverhältnisse halten durch. Heute ist ein bisschen Gewitter bei mir. Und ja, ich habe einmal mehr Licht, einmal weniger Licht. Ihr wisst aber, Tageslicht ist für mich die liebste Art, wie ich filme. Und ich hoffe, dass das heute gut funktioniert. Meine Tüte ist richtig, richtig voll. Ich habe echt lange gesammelt. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Wochen das sind. Und wollte das schon vor 2, 3 Wochen mal abdrehen. Und habe aber immer Rücksprache mit meiner Schwester gehalten, weil ihr euch natürlich auch wünscht, dass sie in den aufgebrauchten Videos zurückkommt. Es hat sich aber leider einfach noch nicht ergeben. Aber ich verspreche es euch, sie wird auf jeden Fall wieder zurückkommen. Heute möchte ich trotzdem, ich weiß nicht, ob ich alles schaffe, aber zumindest einen Großteil mal mit euch durchbesprechen, was gut war, was schlecht war und was ich wieder kaufen würde. Let's go! Als erstes starte ich mal mit so Reinigungstüchern von Balea. Happy Melody nehme ich für Swatches. Nehme ich auch manchmal, wenn ich ein erneutes Augen-Make-up schminke, also wenn ich vielleicht 2, 3 Videos drehe und 2, 3 Looks brauche, dass ich nur das Augen-Make-up runternehme und mich neu schminke, aber hauptsächlich für Swatches. Und für was ich es auch neuerdings sehr gerne benutze, ist, wenn ich Foundations habe, die so zum Rauskippen sind oder Produkte, die zum Rauskippen sind, um dann einfach das Restliche abzunehmen. Egal ob von Balea, Isana, wo ich sie bekomme, nehme ich sie mit. Meistens in so süßen Designs, geht immer. Als weiteres Produkt habe ich aufgebraucht von Isana das Trockenshampoo Berry Love. Sicher mal in Ungarn mitgenommen, das war ganz gut. Ich würde nicht sagen, dass es mein Liebstes ist. Ich mag diese Berry Love Reihe gerne, auch als Seife, Duschgel feiere ich es ja total. Die Trockenshampoo Variante, ja, war jetzt nicht so vom Duft her, dass was mir am meisten zusagt. Ich habe mal nur die Umverpackung hier und zwar von Plus Bio MD, die Skin Lightening Serumverpackung habe ich von meiner lieben Abonnentin zugeschickt bekommen. Ein Bio-Aufheller, hautaufhellendes Serum und es ist für Hände und Gesicht geeignet. Ich habe nur die Umverpackung, habe ich euch mal in einem Vlog gezeigt. Ich habe es tatsächlich erst 1, 2 Mal verwendet, kann daher noch nicht viel dazu sagen, wird aber definitiv irgendwann Thema sein, vielleicht in einem Vloggy oder vielleicht bei Highlight-Produkten oder auch bei Flops. Man wird sehen. Als nächstes habe ich auch bei meinen aussortierten Produkten, ich habe euch hier dann mal im Badezimmer mitgenommen, was schon zu lange offen ist. Da habe ich dann gesagt, im Aufgebraucht werde ich euch mehr davon berichten und das ist jetzt der Fall von Oga Oga, so ein Micellenwasser mit Hyaluron und Cranberry-Extrakt. Ihr seht, dass nur mein Schlückchen drinnen hatte ich aber einfach zu lange offen. Fand ich ganz gut. Also so ein Micellenwasser nutze ich immer wieder gerne, war ganz gut, einfach nur zu lange offen. Ein Duschgel, auch aus dieser Happy Melody Reihe, ist leer geworden. Packaging kann Balea tatsächlich richtig, richtig gut. Das war jetzt ein blumig-fruchtiger Duft. Ich finde, dass die nicht wirklich lang enthalten sind, aber kostengünstig, schön als Design im Bad und habe ich immer gern. Als nächstes habe ich hier einen Toilettenspray und zwar von Air Freshener, eine Limited Edition Jasmin Signature. Die habe ich euch in Action Halls gezeigt. Die Variante ist jetzt leer geworden. Da gibt es mehrere. Und ich muss sagen, die grüne und auch die rote habe ich jetzt aktuell in der Toilette stehen. Die gefallen mir beide sehr gut und ich würde die jederzeit nachkaufen, weil die auch einfach schick, ja, aussehen, wenn sie so auf der Toilette stehen. Finde ich ganz gut und sind auch langanhaltend vom Duft her. Ein weiteres Micellenwasser, was ich aussortiert habe, oder Gesichtswasser, was ich aussortiert habe, ist von Altera Naturkosmetik in der Variante Bio Pink Grapefruit. Selbes Prinzip wie dieses von Oga Oga. Da ist ungefähr noch ein Schlückchen. Ich würde sagen, so viel ist vielleicht noch drinnen. Zu lange offen, habe ich aber gern genutzt. Ja, war ein schönes Gesichtswasser und hat einen guten Job gemacht.
auch so ein Produkt, was zu lange offen war von L'Oreal. Stylista Beach Wave Spray. Den habe ich tatsächlich viel zu wenig genutzt. Ich mache mir nicht so oft Locken, weil ich ja auch immer wieder mit Haarausfall zu kämpfen habe. Und das war jetzt für Textur halt welliger Strandlook. Es war ein okay Spray. Ich würde das so in der Art nicht unbedingt unterschreiben. Ich glaube, es gibt auch die Art und Weise an Produkt gar nicht mehr. Ich hätte es zumindest schon lange nicht mehr in der Drogerie gesehen. Ja, nachkaufen nicht unbedingt. Eine Mascara, die aus dem Flop-Video kam, ist die Melusine Paris Mascara. Die habe ich wirklich nur zwei, dreimal benutzen können. Die war von Hause sehr, sehr trocken und ja, richtig schade. Ich kann nicht sagen, ob sie von Hause aus eingetrocknet war oder zu lange im Backup lag. Ist somit für mich aufgebraucht. Ich habe zwei neue Düfte geöffnet, beziehungsweise ich sehe gerade drei neue Düfte. Zumindest so kann ich sie euch zeigen. Und habe hier nur mal die Umverpackung. Einmal habe ich geöffnet von Bruno Banani Woman Limited Edition. Das war eher so ein Sommerduft und ja, ich fand den ganz nett. Der kommt in so einer schrägen Verpackung und die Bruno Banani Düfte sind super Alltagsdüfte. Ja, fand ich ganz gut. Das kommt auch so in einer ombre Form, wie die Verpackung auch ist. Ein schöner Alltagsduft. Dann habe ich geöffnet von Celine Parfüm das Rouge Intense und vielleicht erkennt man es schon an der Verpackung. Diese Parfüms sollen ja angelehnt an hochpreisige Parfüms sein. Ich glaube, ihr wisst, warum ich das so komisch ausdrücke. Das ist jetzt ein Duft mit Mandel, Jasmin und Vanille und ich muss sagen, für den Alltag ist es ein richtig, richtig. Was heißt für den Alltag? Ich würde es definitiv als einen Abendduft empfinden, aber für den alltäglichen Gebrauch, weil er einfach günstiger ist als die teure Variante logischerweise und gefällt mir gut. Ich nehme aber sowas, egal wann. Ich mache da keine Unterschiede, ob Parfüms 20 oder 120 Euro kosten. Ich liebe Parfüms, habe viele zu Hause und wechsle mich da gerne durch, egal ob in der günstigen Fraktion oder auch mal in der teuren. Den letzten, den ich aufgemacht habe, ist von Naomi Campbell, den Brett de Porteur Absolute Velvet. Das ist ein Eau de Toilette. Ja, auch ein schöner Alltagsduft, würde ich sagen. Was ist noch leer geworden? Wir sage ich deswegen, weil mein Freund das auch mit benutzt, ich muss nur schauen, dass hier die Tüte nicht umkippt, ein Head and Shoulders aufgebraucht. Er leidet manchmal unter Schuppen, ich ab und zu auch und deswegen haben wir Head & Shoulders zu Hause mit so einer Flasche. Ja, kommt man bei uns, wenn er jetzt öfters bei mir ist, gut zwei, drei Monate aus. Die ist jetzt mal leer geworden, Apfelduft ist ganz in Ordnung und würde ich immer wieder nachkaufen. Ich habe zwar gehört, man soll da immer wieder ein bisschen wechseln, kann da aber nicht bestätigen, ob das dann mit den Schuppen was verändert. Wir kommen auch mit derselben Variante immer wieder gut klar. Habe aber zusätzlich, sollte man vielleicht auch wissen, gehört, dass sie trotzdem sehr scharfe Produkte sind und vielleicht wirklich nur so einmal die Woche zur Anwendung kommen sollten. Ob das alles so stimmt, da bin ich einfach nicht perfekt eingelesen. Ich vertrage es, es hilft bei Schuppen und das ist das, was für mich zählt. Das nächste Produkt, was ich euch zeigen möchte, und ich sehe das noch ein Schlückchen drinnen, aber ich habe es eigentlich schon lange in meiner Aufgebrauchtüte, ist von Denkmit, so ein Sommerglück, ein Geschirrspülmittel. Ich fand die richtig, richtig gut aus dieser Sommer LE. Warum da jetzt noch ein Schlückchen drinnen ist, kann ich gar nicht sagen, weil ich die eigentlich immer gut ausspüle. Ich habe jetzt die rote Variante stehen und habe dann auch schon wieder ein Backup von Hofer. Ich mag das. Wir haben immer Spülmittel zu Hause oder ich habe es immer zu Hause, weil es einfach ja immer wieder Töpfe, Pfannen zu reinigen gibt, die ich eben nicht in die Geschirrspülmaschine gebe. Das nächste Produkt ist ein Serum, was ich aussortiert habe von Altera, auch aus meinem Badezimmerschränkchen. Sinnvoll Serum mit Feigen-Kaktusextrakt ohne Schnickschnack, vegan. War ganz nett. Ich glaube, das sind auch wirklich nur mehr so 5-6 Anwendungen drin. Es fühlt sich schon sehr leicht an, war aber einfach zu lange offen, habe ich gerne genommen, war ein sehr leichtes Fluid, würde ich fast sagen. Es hat auf der Haut, würde ich sagen, nicht jetzt den super Effekt gehabt, aber es war einfach leichter als eine
klassische Tages- oder Nachtcreme und deswegen fand ich es trotzdem angenehm in der Anwendung. Zwei Maskaren, einmal ein Favorite von mir, Lift Up Catrice Mascara. Wer die Schminkboxen verfolgt, meine Favoritenvideos verfolgt, kennt die bei mir schon. Leider leer geworden, würde ich mir tatsächlich nachkaufen, beziehungsweise habe ich gesehen, gibt es die Variante in der neuen Essence bzw. Catrice Limited Edition, also in dieser Sister Love. Wenn ich sie entdecken würde, ich habe sie nicht mitbestellt für das Video, falls ihr das verpasst habt, klickt euch gerne in die Playlist. Ich habe die Sister Love LE schon getestet und da glaube ich, gibt es die Variante in der Finding Dory Edition. Wenn ich sie nochmal so im Shop sehe, würde ich sie vielleicht auch wieder nachkaufen. Ich habe eigentlich genug im Backup. Und eine weitere Mascara von Revolution, und zwar die Volumen Blue Mascara, die super schöne blaue Wimpern macht. Die ist nicht aufgebraucht. Ich glaube, dass die auch locker noch ein, zwei Monate halten würde. Aber ich bin kein Fan von Mascara in den kühlen, dunklen Jahreszeiten. Das ist einfach nicht mein Style. Und bis nächstes Jahr in den Sommer würde sie nicht halten und deswegen fliegt sie jetzt auch schon mit raus. Ein Deo habe ich aufgebraucht und zwar von Isana, das Parfüm Deodorant Floral Romance. Ich benutze immer ein Antitranspirant und ja, für die Tage dazwischen, weil es ein Antitranspirant doch länger schützt, nehme ich dann immer gern so Duft. Deos, die eben ohne Aluminium sind. Und das fand ich eigentlich ganz schön und würde ich auch immer wieder nachkaufen und habe ich teilweise auch nachgekauft schon. Eine Seife in der Toilette ist mir leer gegangen, da stelle ich immer meistens die kleineren auf, außer ich habe keine mehr. Und zwar ist es eine aus einer Yves Rocher Limited Edition und zwar mit Blackberry. Das war diese hier, die war ganz nett. Der Duft war eher dezent. Ungewöhnlich für Yves Rocher. Ich fand das Packaging sehr schön, habe ich gut aufbrauchen können und hat gut geschäumt, die Haut nicht ausgetrocknet, war ganz nett. Ein Augenserum, also eine Augencreme, Augenserum habe ich aussortiert. Ich brauchte eine neue Augencreme und bin in mein Backup gegangen und suche mir dann immer eins raus und da ist mir das in die Hände gefallen von Vegan. Und es wäre auch noch haltbar bis Juli 25, aber tatsächlich muss ich sagen, hat mich die Konsistenz ein bisschen abgeschreckt. Ich versuche das gerade mal aufzumachen. Ich finde die Konsistenz sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das sieht schon nicht mehr lecker aus. Und auch wenn ich diese Pipette aufgeschraubt habe, war das irgendwie so ganz, ganz komisch. Und ich habe mir gedacht, nein, da mache ich keine Experimente, es geht immerhin um ein Augenlicht. Und wenn sich das so komisch, geruchstechnisch war es noch nicht schlecht, aber die Konsistenz war einfach sehr eigen. Ich meine, jetzt wird vielleicht der ein oder andere das Produkt kennen und sagen, oh Gott, das gehört so. Ich traue mich trotzdem nicht drüber. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher und sortiere es aus. Wir kommen zum nächsten Produkt und das ist wieder so ein Leave-In-Spray für die Haare. Habe ich auch aus meinem Badezimmerschrank rausgefischt, weil es einfach zu lange offen ist. Das habe ich mir vor mindestens schon 2 Jahren beim Friseur geholt. Mal in so einer Serie, wo ich mir gedacht habe, ja, wegen dem Haarverlust, da haben sie mir das empfohlen. Es ist zu lange offen, es hat nicht die Wirkung gebracht, dass ich sage, oh ja, deswegen habe ich es ständig genommen und jetzt musste es einfach aussortiert mal werden. Denn ich glaube auch bei den Haarprodukten ist es nicht hilfreich, Produkte 3-4 Jahre offen zu benutzen und deswegen möchte ich das bei meinen Haaren genauso wenig machen wie bei meinem Gesicht, Körper, Hände etc. Das nächste Produkt ist wieder ein Trockenshampoo, wieder von Isana, da fand ich die Umverpackung super schnuckelig. Der Duft war dezent, nicht spannend, muss ich sagen. Und auch die Wirkung fand ich jetzt nicht überragend, würde ich nicht nachkaufen. Maximal aufgrund dieser Verpackung vielleicht. Die fand ich doch ganz süß. Ich habe meine erste Kerze für dieses Jahr verzündelt. Und zwar von Yankee Candle, die Midsummer Night Kerze. Das war so eine kleine, die aber auch sehr lange gebrannt hat und auch gut abgebrannt ist. War gut, das war ein sehr dezenter Duft, das war so, damit habe ich angefangen, so Anfang September und
Hat auch ziemlich lange gebraucht, bis ich sie fertig gezündelt hatte, weil ich noch nicht so viel an Kerzen angezündet habe. Vielleicht einmal die Woche, dass ich sie benutzt habe, war richtig, richtig schön. Aber halt ein sehr dezenter Duft, aber auch das Flackern alleine, ja, finde ich manchmal auch sehr wollig und reicht mir manchmal einfach auch. Eine Haarkur, die auch aus dem Bad geflogen ist, war die Garnier Wahre Schätze. Die habe ich ewig lange im Bad stehen gehabt. Das ist jetzt die Variante mit Kokosmilch und Macadamia. Ich glaube auch nicht, dass sie gekippt ist, weil da gilt dasselbe Prinzip wie bei dem anderen. Ihr seht ein bisschen, was wäre noch drinnen. Ich habe sie einfach zu lange offen und vielleicht haben auch deswegen meine Haare Probleme, wieder schön zu werden oder gut zu funktionieren, wenn ich dann so Uraltprodukte benutze. Schreibt mir mal, wenn irgendwer von euch sich mit Haaren richtig gut auskennt, vielleicht Friseurin ist oder irgendwas dergleichen, schreibt mir mal, ob so Haarprodukte auch regelmäßig gewechselt gehören oder ob ich da bei so Masken überempfindlich bin. Würde mich sehr interessieren, aber ich gehe da halt lieber auch auf Nummer sicher. Beziehungsweise werden viele sagen, hättest du es einfach aufgebraucht, aber bei meinen feinen Haaren reicht oft wirklich so eine kleine Mandelgröße und dann ist man mit so einem Pott halt ewig am Start und man will ja nicht immer denselben Geruch haben. Ich glaube, man kann es nachvollziehen. Dann habe ich weiters aufgebraucht, beziehungsweise das ist nicht aufgebraucht, sondern das ist einfach jetzt in der Aufgebraucht-Kiste gelandet. Das war ein UV-Schutz von V-Sun Good Times and 10 Lens in der Variante 15. Das habe ich einfach jetzt ins Aufgebraucht gepackt. Die habe ich heuer aufgemacht, benutzt. Ich weiß, Lichtschutzfaktor 15 ist fast nicht vorhanden, würde ich fast sagen. Also es ist was, was eigentlich, Entschuldigung, gar keinen Schutz bietet. Ich habe sie trotzdem immer wieder benutzt, vor allem wenn ich gemerkt habe, es ist nicht so ein starker Sonneneinstrahltag und es war eher bewölkt, dann habe ich eher zu der gegriffen. Ich muss auch sagen, dass ich nicht viel davon aufgebraucht habe. Bis nächstes Jahr hält sie nicht, weil sie offen ist und deswegen ist sie auch schon im Aufgebraucht. Eine Wimpernzange habe ich aussortiert. Da habe ich oft davon gesprochen, dass die mal erneuert gehört. Ich habe da immer die von Essence. Ich mag die. Die schaut schon ein bisschen ranzig aus und man merkt das dann auch, wenn man sie so zusammengibt, dass sie nicht mehr so gut schließt. Ich habe jetzt eine neue und die greift meine Wimpern wieder richtig, richtig gut. Deswegen ist die in die Aufgebrauchtüte gewandert. Dann habe ich hier gemacht von Shebens. So Nacht Repair Konzentrat, intensive Feuchtigkeit, so Ampullen. Die kennt man von Shebens, die gibt es in verschiedensten Ausführungen. Ich muss sagen, die waren ganz gut, die waren mit Jojobaöl, Proretinol und Mandelöl. Das ist so eine 7-Tages-Kur oder 5 Tage, in dem Fall 5-Tages-Kur. Ich glaube, ich bin damit gute 3 Wochen hingekommen, denn manchmal habe ich die nur einmal in der Woche gemacht, weil die wirklich super ölhaltig war. Und ich das nicht immer brauche, und ich mache die natürlich so, wie der Name sagt, nachts, weil ja auch so ein Pro-Retinol drinnen ist und gerade in den Sommermonaten ist er mit Retinol recht schwer. Deswegen habe ich die auch manchmal nur einmal in der Woche genutzt, weil es halt wirklich sehr reichhaltig ist und sehr ölig auf der Haut ist und das brauche ich halt nicht tagtäglich. Manchmal habe ich es 2-mal die Woche benutzt, manchmal nur einmal. Ich habe noch eines hier und finde sie aber richtig gut und kann euch die empfehlen. Ich finde, dass das mal eine schöne Abwechslung ist zu einer normalen Nachtcreme und Ampullen mag ich immer richtig gern. Dann habe ich weiters, weil wir bei dem Thema Öl sind, auch noch was aussortiert aus meinem Badezimmerschränkchen und zwar von Isana das Gesichtsöl Wildrose und da werdet ihr mich jetzt steinigen, wie viel da noch über ist. Einfach zu lange offen und ich habe für mich festgestellt, Gesichtsöle mag ich, aber ist für mich definitiv etwas, was ich auch wirklich, ja, so wie jetzt September, Oktober erst öffnen sollte, dass ich wirklich Chance habe, das so bis März, April aufzubrauchen. Ich habe das viel zu lange stehen gehabt, viel zu wenig benutzt, weil es einfach auch sehr reichhaltig war und mir dann manchmal einfach zu viel und zu schwer auf der Haut. Ich weiß nicht, wie nutzt ihr Gesichtsöl? Ich hätte es natürlich im Körper benutzen können, aber das ist nicht Sinn der Sache. Da bin ich noch nicht unbedingt so auf das Perfekte gekommen, was für mich bei Ölen funktioniert. Ich habe trotzdem, egal ob das auch ein Trockenöl ist, immer das Gefühl, es ist so einfach zu viel. Dann habe ich aufgebraucht ein Shampoo von Ecotherapy. Das war, glaube ich, aus dieser Maria Nila Reihe, genau.
Da habe ich den Conditioner noch in der Dusche stehen, für die brauche ich ja immer viel, viel länger. Es war ein okay Shampoo, würde es mir nicht in groß nachkaufen, obwohl das eine bekannte Marke ist, fand ich es nur ganz okay. Mein Freund hat tatsächlich auch was hineingeschmissen, und zwar von Axe Marine sein Deo. Ja, es riecht nach ihm. Er hat diese Kiste entdeckt und schmeißt da auch gern was rein. Finde ich ganz cool, dass er da mitzieht. Des Weiteren habe ich wieder zwei Düfte bzw. zwei Umverpackungen. Also Düfte habe ich anscheinend sehr viel in letzter Zeit geöffnet. Michalski Berlin, das Style, ein Alltagsduft. Nichts Überragendes, es sieht von der Umverpackung als auch der Flakon sehr edel aus, ist aber etwas tatsächlich für den Alltag. Und knapp vor Schluss im Sommer habe ich noch das Nivea Eau de Toilette aufgemacht. Das ist ja dieses kleine, was es auch in der Sommervariante gibt. Ich habe es jetzt in der normalen Variante, ich glaube so in der letzten Augustwoche geöffnet, dass ich auch noch so ein eher sommerliches Parfüm offen habe. Habe ja dieses Jahr einige für mich entdeckt bzw. gerne benutzt. Und das ist halt jetzt offen und bleibt sicher auch noch im Herbst interessant, und den Rest versprühe ich dann wieder im Frühling, Sommer. Waren wirklich richtig, richtig gute Düfte dabei bis jetzt, und ich bin halt trotzdem ein großer Fan von Sommerdüften, muss ich tatsächlich sagen, mehr als von Herbstdüften und Winterdüften. Wir kommen zu den letzten Produkten. Ich glaube, ein paar sind es noch, aber nicht mehr allzu viele, beziehungsweise ich möchte nicht alles XXL machen, weil das dann einfach das Format wieder sprengen würde. Ich kann ja auch ein bisschen was fürs nächste aufgebraucht aufheben, in der Hoffnung, dass meine Schwester vielleicht doch in 2-3 Wochen doch mal Zeit hat, dass wir das dann gemeinsam machen können. Aber ich zeige euch noch ein paar Masken, die wir gemeinsam gemacht haben. Vor allem ich und mein Freund haben ein paar gemeinsam gemacht. Ja, angefangen von den Hydrogel Augenpads Beauty Glow. Die habe ich jetzt erst vor kurzem gemacht von Isana. Die waren richtig gut, sind super gesessen, waren angenehm. Dann hat mein Freund mal Kurkuma Under Eye Pads gemacht. Das sind die von Action. Die fand er auch angenehm. Er hat eine super trockene Haut, also er könnte da viel mehr Pflege vertragen, würde ich fast sagen. Die habe ich auch gerne gemacht. Von Cardia Vera Limited Edition. You Are Beautiful mit Hyaluron und Himbeer. Die waren auch richtig, richtig gut. Haben Spaß gemacht. Dann haben wir gemacht einmal eine Avocado-Maske, die hat sich mein Freund aufgegeben, die fand er angenehm. Und einmal habe ich die Kollagenmaske gemacht, die war auch ganz gut von The Mask Doctor. Solide, beide vom Action. Dann hatten wir Hydrogel-Augenpads mit so Schmetterlinge, die sind gerutscht, waren jetzt nicht die besten. Und dann hatten wir noch Balea mit Hyaluron und Kirsche, die waren okay, aber auch ein bisschen gerutscht. Weiters habe ich aufgebraucht eine fette Nachfüllbox von dieser Berry Love Seife. Die mag ich ja unheimlich gerne, da habe ich so einen Nachfüllpott jetzt zum Schluss aufgefüllt. Aber jetzt muss ich sagen, freue ich mich auch schon mal wieder auf einen anderen Duft. Ich habe mich schon ein bisschen satt gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. So, und die letzten beiden Produkte, die ich euch heute noch zeigen möchte, ist einmal von Rituals, Ritual of Karma, ein Cooling Shampoo bzw. ein Cooling Duschgel in der kleinen Variante. War ganz nett, muss ich sagen, aber es gibt bessere Düfte von Rituals. Und das letzte Produkt ist meine klassische Zahnpasta Sensodyne für schmerzempfindliche Zähne. Feiere ich total, ist einer meiner liebsten Zahnpasten. Und kaufe ich immer wieder nach, absolutes Lieblingsprodukt, was die Zahnpflege angeht. Ja, meine Lieben, das war mein Aufgebrauch. Die Tüte, da ist schon noch ein bisschen was drinnen, aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass dieses Video viel zu lange wird, und deswegen stoppe ich an dieser Stelle. Hoffe, es war das ein oder andere Produkt dabei, wo ihr Inspiration bekommen habt, ob ihr es auch nachkaufen möchtet oder sagt, oh Gott, du findest das gut, ich finde es schrecklich. Es geht hier ja nicht darum, Produkte schlecht zu machen, sondern lediglich mich mit euch auszutauschen, was mir gefallen hat, wovon ich euch abraten würde. Mich würde interessieren, was ihr so die letzten Wochen am meisten aufgebraucht habt. Also ich würde sagen, ich war richtig, richtig gut mit Düfte aufmachen. Also da habe ich doch einiges
neu geöffnet und ja, ich würde sagen, ihr schreibt mir in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch dazu einfällt. Ihr wisst, ich tausche mich super gerne mit euch aus. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin, macht's gut. Alles Liebe, tschüssi, baba.